Wie versprochen, fangen wir heute mit einem neuen Spiel an, und zwar Metroid Dread. Da waren wir auch schon sehr gehypt drauf und freuen uns sehr darüber. Fangen wir doch einfach mal an. Fangen wir mal mit normal an. Diese Beute durch physischen Kontakt Energieentzug. Ursprünglich wurden sie von den Chozo entwickelt. Das Wort Metroid bedeutet in der Sprache der Chozo ultimativer Kämpfer. Ihre Nutzung war Anlass für diverse Krisen, deshalb wurde selbst der allerletzte Überbleibsel von ihnen beseitigt, sodass sie nun ausgestorben sind. Ja, wohl doch nicht ganz, hä? Hey Groomsoom, schön, dass du wieder da bist. Die X-Parasiten, galertartige parasitäre Organismen vom Planeten SR388. Sie konnten die DNS ihrer Lebenden als auch toten Wirte absorbieren und deren Form annehmen. Wenn sie einen lebenden Wirt infizieren, konnten sie sogar auf dessen Erinnerungen zugreifen. Sie wurden nicht von Emotionen geleitet, sondern von einem instinktiven Bedürfnis, sich zu vermehren und besonders starke Wirte zu befallen. Ihre unkomplizierte Art macht sie noch gefährlicher als ihre einzigen Feinde, die Metroids. Wie die Metroids sollen auch sie ausgestorben sein. Nachdem keine Metroids auf SR388 überlebt hatten, wurden wir von den X befallen. Schrecklichen Parasiten, die als Kopie eines beliebigen Lebewesens auftreten können. Nichts davon ahnend betrat ich den Planeten, infizierte mich und wäre beinahe gestorben. Letztendlich konnte mich nur eine Impfung mit Metroid DNS retten. Dank dieser bin ich als Einzige in der Lage, die X zu bekämpfen. Diese Fähigkeit wurde prompt auf die Probe gestellt, als ich eine Forschungsstation des Biologic Space Labs BSL aussuchte, um einen Hilferuf nachzugehen. Die legendäre Metroid-Saga. Dort kämpfte ich gegen zahlreiche starke X-Formen, unter anderem auch gegen das SAX. Dieses X hatte die Form von mir selbst in meinem Power Suit angenommen und verfügte über entsprechend viel Kraft. Ich konnte die Bedrohung durch die X auf SR388 abwenden, indem ich die Forschungsstation des BSL mit dem Planeten zusammenstoßen ließ. Danach waren die X und die Metroids nur mehr Erinnerungen. Jedenfalls dachten wir das. Doch gerade als alles vorbei zu sein schien, erhielt die Galaktische Föderation eine mysteriöse Videobotschaft. Ein X. Darin war ein X zu sehen. Ihr natürlicher Umgebung, freilebend. Eine gründliche Analyse ergab, dass das Video echt war, auch wenn der Absender unbekannt war, konnte die Herkunft der Botschaft einem bestimmten Planeten zugewiesen werden. Planet war CDR. Sollten die X dort tatsächlich überlebt haben, würde das eine Bedrohung für die gesamte Galaxie darstellen. Die Galaktische Föderation entsandte sofort ein Forschungsteam, das aus 7 Emmy bestand. Emmy sind große Forschungsroboter, die kreiert wurden, um Feldproben zu sammeln und deren DNS zu extrahieren. Ihre unglaubliche Beweglichkeit und ihre Schutzpanzerung aus dem stärksten Metall des Universums galten als Erfolgsgarantie für die Mission. Doch nicht lange nach ihrer Ankunft auf CDR brach sämtliche Kommunikation ab.
Was geht auf Sie hier vor? Ist der Planet wirklich von X befallen? Da ich als Einzige gegen diese Parasiten immun bin, liegt es nun an mir, das herauszufinden. Na, endlich geht's los. Loading Screen. Immer nice. Der Eintritt in die Atmosphäre von ZDR steht kurz bevor. So, wir sind auf dem Planeten angekommen. Dieser Aufzug führt in die Tiefen einer unterirdischen Anlage. Wahrscheinlich ist die Signalqualität niedrig. Die Kommunikation kann schwierig werden. Stelle über das Netzwerk eine Verbindung her, sobald du unten bist, damit bleiben können. Irgendwelche Beibände, LED. Beeindruckt in der Fettung. Aber jetzt ist das auch. Alle, voll. Nichts verstehen. War nur ein Lautstärketest. Meinst? Probier mal. Ne, ich glaube, das war mein Kopfhörer, der wohl recht leise gestellt war. So, jetzt ist mal unsere Ausrüstung, alles weg. Jump. Shoot. Nix. Ah, das ist der Kontaangriff. Ja, fängt schon mal selber. So, direkt nach unten. Ziehen.
Für die Steuerung lernen, ne? Zu schnell sein. Okay, das kriegen wir einfach. Wird so feinfühlig sein. So feinfühlig. Reagiert mein Bildschirm zu lang oder was? Angekommen schon. Ah, war ganz easy, ja? Danke, Chat. Missiles haben wir noch keine, oder? Ja. So, komm mal. Dann Missiles an. So, oder? Neuer Follower. Hallo Apen. Hallo Anne in Wonderland. Anne in Wonderland, ja. Trotz einer vollständigen Analyse kann ich nicht erklären, warum du das Bewusstsein verloren hast. Meine Untersuchungen deuten auf tiefgreifende körperliche Veränderungen. Das ist ein schwerer Name. Sorry, dass ich einen Moment gebraucht habe, um ihn auszusprechen. An in Wonderland, ja. Ah, ich komme da auf eine Bedeutung. Veränderungen sein mag, scheint sie dir die meisten deiner Fähigkeiten geraubt zu haben. Schön, dass du da bist. Wir fangen heute mit Metroid Prime an. Metroid Dread, sorry. Prime ist ein anderes Game. Jetzt muss ich mal lesen, ne? Ich konnte herausfinden, dass du dich irgendwo in den Tiefen von Zedia befindest. Deine oberste Priorität sollte jetzt sein, zu deinem Schiff an der Oberfläche zurück. Dieser Planet scheint aus mehreren Zonen zu bestehen. Sie sind durch Shuttles, Aufzüge und andere Transportvorrichtungen verbunden. Suche nach möglichen Wegen, um an die Oberfläche zu gelangen. Der Standort des Schiffs ist auf der Zedia-Übersicht markiert. Sieh einmal nach. Eventuell triffst du auf Areale mit niedriger Temperatur. Deine Metroid-DMS macht dich ihnen gegenüber verwundbar. Verbringst du Zeit in kalten Gebieten, fügt dir das Schaden zu. Im Untergrund befinden sich viele kalte Gebiete. Geht wird sie nicht mit einem normalen Power-Suit. Eine Sache noch. Unterirdische Interferenzen verhindern die Funkübertragung. Melde dich bei mir, wann immer du eine Netzwerkstation. Ja, immer. Ja, wo gibt's? Ah, okay. Also, Karte plus. Schließen. Minus. Gut.
jetzt muss ich es ausweichen lernen. Eine Melee von da. Drücke für einen Melee-Konter jetzt. Nee, gleich. Chill mal. Gut. Geil. Gut gemacht. Schön, dass du da bist. Das kriegen wir hin. Pass auf. Jetzt müssen wir bloß einen angestellt. Wir müssen erstmal die Steuerung lernen, aber das kriegen wir hin. Jetzt pass auf. Gut. Ja. So geht es. Hey. Wirklich, du kann ja gar nichts denken. Ich muss mit dem Kontern mehr machen. Kontern mehr machen. Jetzt war ich aber eigentlich schneller. Eigentlich anders. Dammit! Na gut. Ersten Gegner zweimal tot. Gut gemacht. Schön, dass du da bist. Nein. Was jetzt? Pass auf. Ja, nicht gut. Das geht. Richtigen Moment extra. Bei der Richtung. Ja. Doch nicht. Das heißt Fledermaus killt, das gibt's doch gar nicht. Mich hätte er. Also das muss anders werden. Das ist so nicht okay. Echt nicht. Überhaupt nicht. Finde ich ja gut. Mal gucken, ob das anders geht. Also das in der Steuerung. Ja, das ist mir schon klar, aber die Empfindlichkeit stimmt noch. Ja.
bringen. Bin zu spät. Ich denke mir erst eine halbe Sekunde, nachdem er hier wird. Seht ihr den Kommen wegen der Kamera? Danke. Ja. Man kann das echt der Wahrheit entsprechen. Gehen. Bin ich da echt so schlecht? Mehr manuell ziehen. Mein Pferd vergessen. Der springt erst eine halbe Sekunde, nachdem ich drücke. Das heißt, ich bin am Abgrund und drück und da ist er schon untergelaufen. Seht ihr das? Ich schieß noch, Alter. Also irgendwas stimmt da nicht. Kann da nicht sein. Naja, was mache ich, wenn der erste richtige Boss kommt, wenn ich in den scheiß Fledermäusen die ganze Zeit nicht vorbeikomme?
Hey. Ah, das ist der erste Emmy-Kontakt. Aber, soweit ich weiß, hilft unsere normale Waffe nichts gegen die. Mal mehr. Ja, danke. Ja, ist noch vorbei. Gut an. Ja. Ja, der fällt halt immer wieder runter. Das mit der Steuerung klappt nicht. Ich drück und er springt eine halbe Sekunde später. Irgendwas stimmt da nicht. Kann sein, dass ich einfach so bin, aber irgendwie klappt das nicht. Ja, das haben wir schon gesehen. Ja, ich jetzt ohne Witz, das ist ein Los, kann halt so schwer sein. Aua. Alles gut. Warte. Da vielleicht kommen wir jetzt nochmal nach. Nach. Lass den Video noch bis voll, das ist glaubt. Ah, das war easy. Perfekt. So, und ganz klar. Ah, ganz kleiner Moment, bin gleich wieder da. Mal wieder. Probieren wir das mal mit einem anderen Controller. Schauen, ob das anders ist. Unsere Reaktion. Ist bei einem anderen Controller. Muss jetzt erstmal noch checken. Omega Blaster aktiv. Halte L und Ziel. Mal schauen, ne? Geht nicht. Noch verzögerter. Mal ran.
Ja. Jetzt komm her. Warum? Ja, Glück hat's verstanden. Also ich muss das mit der Steuerung noch rauskriegen. Glaube ja, liegt's an mir. Gut. Na gut, was haben wir jetzt gekriegt? Aber jetzt von dem Emmy irgendwas gekriegt? Glaub nicht. So, Speicherstation. Immer gut. Haben wir schon mal die ersten Fledermäuse gespannt. Sehr gut. Ohne Witz zu machen, wenn die richtigen Gegenden kommen. Aber gut, da kommen wir schon rein. Bin zuversichtlich. Hallo? Hallo? Ja. Ah, das ist ein Institut. Was haben wir hier? Ah, das ist ein Charge-Spiel, glaube ich. Das sieht man auf der Karte, ne? Verdammt. Oh, wie scheiße. Also. Was? Da war die Emissar. Aber wo kommen wir jetzt weiter? Ah, um Eingang. Gut. Und wir haben noch ein Audio vom Game. Nehmen wir das. Haben wir Game Audio? Wir haben schon wieder kein Game Audio. Haben wir jetzt kein Game Audio mehr? Haben wir jetzt gar nichts mehr? Gar nichts mehr? Soll das? Haben wir Audio vom Game? Nicht, ne? Haben wir Game Audio? Nein, ne? Hört noch jemand was? Nicht. So, da ist jetzt nicht weitergegangen, ne? Da war der Emmy. Was war? Wo oder da lang? Und das? Munition, habe ich jetzt noch. Aber da waren wir noch, ne? Da waren wir noch schon. So, da geht's weiter. Woran liegt denn das schon wieder? Warum ist denn jetzt schon wieder kein Audio da? Hab ich gedacht, wir haben das gefixt. Jetzt haben wir schon wieder Karten. Ganz kleinen Moment.
Warte da. Warte. Also ich hoffe, dass es kommt, aber ich bin nicht sehr zufrieden. Ich weiß es aber auch nicht, woran es jetzt schade liegt. Wir haben nichts gesehen. Und wieder gleich hin. Ja, nochmal auf. Haha, läuft schon lange. Hab mich schon verlaufen. Warum ist schon wieder gegame? Verzögert. Ja. Und nicht besser. Controller. Mann, mal kurz. Halt der Controller zurück. Läuft gut. Läuft echt gut. Okay, aber jetzt sind wir wenigstens wieder da. Müssen wir immer noch was finden, wo wir hin müssen. Da war der Emmy. Oh, wie ein Schleuser. Achso. Okay. Ja, links. Achso, aber das war der Speicherding. Aber gut, wenn wir da weiterkommen. Da kann man halt rein. Nach dem Charge Beam. War gar nicht so schwer. Und weiter noch. So. Das ist schon wieder kein Game Sound. Ändert das was? Ändert das was? Weiß ich nicht.
Okay, neue Song. Artaria. Amy Song. Da kann ich nicht klettern. Kann ich später. Okay. Sehe ich den Amy? Warte mal. Ich habe meine Kamera in der Minimap. Ist mir gut. Ich will auch mal schauen. Also, das ist was, wo man sich gewöhnen soll? Oder das mal kleiner machen? Muss da mehr sehen. Da hinten war da die Ratte. Jetzt haben wir doch jetzt schon gemerkt, dass das nichts bringt. Das ist auch nicht. Run. Just run. Haben wir auch Glück gehabt, oder? So, weg. Jetzt kommt er. Ohne Witz. Warte mich da. Und? Dead. Die Reaktion vom Controller ist komisch. Aber dann müssen wir durch, ne? Müssen wir nochmal die ganze Videosequenz gehen? Am Ende überspringen. Ah, nicht. Das ist da, ne? Ja. Weil ihr da aufmacht, geht er los. Wenn ihr einmal daneben springt, ist er vorbei. Daneben sprung. Ist das normal, dass man da so oft stirbt? Springer. Das ist ein Dickel. Okay. Leute, hat von euch einer das schon gespielt? Seid ihr da so oft gestorben? Voll deprimiert. Ohne Witz.
2 und 3. Schafft. Da kann er wieder einen machen. Also sowas sollte man vielleicht offscreen üben. Der Robert. Robotik. Meine Kamera ist mir jetzt ständig im Weg. Leute, bleibt dran. Ich starte den Stream mal kurz neu, Stream, und schauen, ob das Audio wieder gefixt wird.